Hi, ho, hello und so. Willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Stardew Valley und wir haben Marmelade. Eine lecker schöne Marmelade. Süßkartoffel eingelegt. Ja, auch schön. Und ich habe hier einen Brief von Linus. Hey, Bade, ja, wie geht's dir? Ich habe tatsächlich Stift und Papier mir ausgeborgt, um einen Brief zu schreiben. Ich kann nämlich schreiben, auch wenn du es nicht glaubst. Ich bin gar nicht mal so doof. Ich habe auch ein paar Anweisungen eines meiner Lieblingsgerichte beigelegt. Also, falls du mir mal was davon kochen willst und vorbeibringen, tu's einfach. Ich würde mich nicht daran stören. Liebe Grüße, Linus. Ja, für Sashimi. Sashimi war doch Sushi oder so, ne? Sashimi war Sushi, oder? Ich glaube ja. Ich kenne mich damit nicht aus, weil Fisch ist für mich eigentlich... Wie doof bin ich? Scheiße. Ich wollte nur gucken, ob die Dinger auch im Winterauto gegossen werden. Und dann zerhacke ich mir das. Ach. Ach ja. Der liebe Gott hat mich mit etwas Stumpfsinnigkeit gesegnet, wie ihr merkt. Wobei, wenn ihr es erst jetzt merkt, dann seid ihr trotzdem noch klüger als ich. So. Und du wirst natürlich auch nicht außer Acht gelassen. Wie gut Freunde sind wir überhaupt? 3. Das ist in Ordnung. 3 Herze sind besser als gar nichts. Komm mal her, du. Freundin der Sonne. So. Das kommt noch mit und... Habe ich hier irgendwo überhaupt was Eingelegtes stehen auf meiner Geburtstagsliste? Habe ich das irgendwie eindingsen muss? Nee, ich glaube nicht. Oder nicht? Dann können wir einfach mal gucken, was es an Gewinn bringt und uns entweder freuen oder nicht. Ich würde mal sagen, sounds like a plan. Klingt nach einem Flugzeug. Ah, komm, machen wir mal hier einen großen rein. Und zack, in dein Gesicht. So, dann packen wir das mal hier rein. Und das und... nee, ich wollte hier doch Lehm ablegen. Ja, genau so. Genau so. Nee, nicht Milch. Nee, ich kann hier... Wobei, ich wollte ja auch gucken. Milchmarmelade wäre ja noch ein bisschen ekliger. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Gemüse. Wer will denn sowas? Weintraube, Melönchen. Ich glaube, hier so eine Weintraube eignet, oder? Ja, komm, machen wir mal. Die packen wir hier rein. Jetzt geht's ans Eingemachte. ganz, ganz schlechter Wortwitz. Ganz dünnes Eis. Okay, Eingemachgefäß. 50 Holz, 40 Stein, 8 Kohle. Das geht ja eigentlich alles noch. Aber wollen wir doch mal hier weitermachen. Mal sehen, wo die Musik heute spielt. Ui, ich sehe hier gerade Dinge. Zum Beispiel Lehm und ein rostiger Sporn. Nicht zu verwechseln mit Rittersporn. Den gibt es bei meinem, ich wollte schon sagen Zelda Let's Play, das ist ja jetzt eingestellt. Bei meinem The Witcher 3 Let's Play, da gibt es den Rittersporn. Wenn ihr nicht wisst, was Rittersporn ist, guckt einfach das Let's Play. Ja, genug Cross-Werbung gemacht. Aber richtig clevere Cross-Werbung muss man mir auch lassen. Dafür einmal bitte ein, nicht verbales, sondern ein schriftliches Schulterklopfen. So, und jetzt mal gucken. Wobei, ich kann ja vielleicht mal auf der Karte auch gucken, ob irgendwo was mit einer Brücke war. Ach nee, da. Ah, okay, dann weiß ich, wo ich gleich noch vorbei werde. Ist ja noch früh am Tag. Ich werde erstmal, in den Zauberwald hier gehen, um mir mein Hartholz zu verdienen.
Und auf dem Weg nochmal hier, jawohl, eine Süßkartoffel mitnehmen. In die Mine geht's heute, glaube ich, wieder nicht. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Ich hätte eher gedacht, oh, jetzt wo ich Winter habe und nicht groß Landwirtschaft betreiben muss, da geht es sicherlich fast jeden Tag in die Mine Steine klopfen. Und jetzt stellt sich raus, nö, ist nicht. Feldausfall ist nicht. Oh, schon wieder ein Büchlein. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Jawohl, freudigen Keks. Bei freudigen Keks ist es ein bisschen platt. Da muss man schon Sprüche geben wie: Back dir einen Leuchtkeks, dann kannst du auch im Dunkeln knuspern. Aber es ist irgendwie auch platt. Ich glaube, das sind auch so eine Evergreens. Das ist ja das Traurige. Ich kann keine guten Sprüche. Ich kann nur schlechte. Aber gut, wer gute Sprüche hören will, der geht auch nicht auf den YouTube-Kanal, der geht ins Kabarett oder so. So. Von daher müsst ihr euch mit dem zufrieden geben, was euch das Internet bereithält. Boah, das war ja jetzt auch schon fast Kabarett, das war ja hier... Boah, ja, Gesellschaftskritik würde ich mal nicht sagen, aber dennoch so selbstreflexiv. Also, ja, das hatte schon fast was von Kabarett. Ich glaube, ich werde Kabarettist. Ah, da hätte ich die Pfanne gebrauchen können, beziehungsweise ich kann sie theoretisch noch immer gebrauchen, aber irgendwie, nö. Och, du springst hier Seil, was sagst du denn hier? 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab schon wieder vermasselt. Och, arme Jas. Armes Tüftüf. Aber egal, jetzt geht's wieder hoch und... Oder? Bin ich soweit fertig? Ja, ich hab mein Holz. Ich und mein Holz mal wieder. Und. Ach komm, nehme ich das auch noch mit? Warte mal, kann ich diese Dinger überhaupt? Die kann ich auch schon abklüppeln, oder? Ja, kommt alle zu mir. Zack und zack. Nee. Zack, sagte ich. Genau so. Jo, dann will ich doch mal gucken, was dieses neu freigeschaltete Gebietchen für mich bereithält. Da bin ich gespannt. Und diesmal nehme ich Ferdinand. Na komm. Wobei, erstmal. Aha, und jetzt vergesse ich's, gleich vergesse ich's bestimmt. Würde mich echt nicht wundern. Das wäre irgendwie so ein typischer Dall. Ach komm, das packe ich weg und... So, dann... Das weg. Und zackadabum. Und zackadabeng. Genau, das wollte ich ja noch machen. War hier Sonne? Was wollte ich nochmal tun? Aber ich habe mich wieder erinnert. So ganz dunkel zumindest. Was will ich denn damit? Aber egal. Freue ich mich auch auf die Abenteuergilde, weil dann kann ich endlich diese dämlichen Waffen loswerden. Und brauche ich die Stiefel überhaupt? Nee, die brauche ich ganz sicher nicht. Da habe ich irgendwie so dezent Besseres auf Lager. Little Ferdinand. Little Ferdinand. Little Ferdinand. Ferdinand galoppiert in den Sonnenuntergang. Ferdinand, ein Pferd voller Tatendrang. Oh, da komme ich sogar rüber. Ich bin erstaunt. Das hätte ich nicht gedacht. So. Nee, auch mal treffen können. Kann ich da schon rein? Ja, ich kann schon rein. Dann verkaufe ich doch sehr, sehr... Alter Verwalter. Das ist nicht schlecht, du. Das kostet mal.
mal so im Vergleich zum Knochenschwert. Knochenschwert haben wir da, 6000. Dann haben wir das Stahlfalchion und dann haben wir, bam, in dein Gesicht hier, Lava-Katana. Macht eben mal doppelten Schaden, mehr als doppelten Schaden. Gibt dir Verteidigung, gibt dir kritische Kraft und überhaupt ist es übermächtig. Boah. Okay, wenn ich das Lava-Katana habe, dann kann mir gar kein Monster mehr was. Dann one-hitte ich vermutlich alles. Aber hey, jetzt geht's erstmal hier hin. Ui. Ui, 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 ui. Das ist ja mal geil. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie bei YouTubern oder so geguckt, was hier ist. Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Steinlandschaft auf mich wartet. Ist ja geil. Und weil es mir Kumpel erzählt haben, habe ich erfolgreich das Ganze irgendwie verdrängt. Das ist ja schön. Oh Gott, da darf ich mir was anhören, wenn mir es tatsächlich erzählt wurde und ich erinnere mich nicht daran. Oh, dann ist die Kacke am Dampfen. Wenn die das hier sehen, oh, dann ist die Freundschaft gelaufen. Ach, schön war die Zeit. Oh, ist das herrlich hier. So ein bisschen hier Duddle in Wonderland irgendwie. Hey, was haben wir denn hier? Eine Schiene mit zwei Bergen. Nein, Minencards. Ja, die hatte ich schon mal in einem Spielstand, allerdings offscreen. Die Dinger schon mal freigeschaltet hier, damit kann man dann rumdüsen. Außer Betrieb derzeit noch. Aber ich finde das mal eine richtig schnieke Sache auf jeden Fall. Komme ich hier überhaupt auch an die großen Dinger dran? Nee, die scheinen mir nur Deko zu sein. Oder aber ich brauche dafür einfach ein besseres Werkzeug. Das kann natürlich auch sein. Dass einfach mein Werkzeug dafür absolut nicht ausreicht. Ja, das könnte sein. Muss ich mal sehen, dass ich das Ding auf Goldstatus bringe. Früher oder später. Das ist ja mal richtig cool hier. So. Ach, räumen wir auch noch ein bisschen mehr ab. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja so richtig Steine klopfen. Steine kann man immer gebrauchen. Ich hacke Stöcke und auch Steine. Manchmal hacke ich in die Beine. Lalala. Boah, gibt es hier irgendwie ein besonderes Achievement, wenn man das ganze Ding mal clearet? Irgendwann so eine Ultra-Kombo erreicht. Aber dafür braucht man schon sehr viel Saft, also... Das ist nicht so einfach gemacht, wie gesagt. Alter Verwalter. Aber ich kriege hier richtig gut Stein. Da bin ich auch schon in sehr, sehr hohen Sphären unterwegs. Und zack. Und fertig. 120. Ah, das ist doch mal hier... Mega super. Hast du nicht gesehen, Hammer? Wupp, wupp und so. Lasst ein Wupp, wupp in den Kommentaren erklingen. Wer nicht weiß, wie es geschrieben wird, der googelt es eben. Nee, wupp, wupp wird meistens mit WH geschrieben. W-H-O-O-P. Aber von mir aus könnt ihr wupp, wupp schreiben, wie ihr wollt. Hauptsache, man erkennt es. So. Und auf nach Hause galoppeln. Boah, ist das geil. Ich liebe es. Mal sehen, ob alles täglich nachwächst. Das wäre ja der Hammer. Wenn ich täglich wirklich so ein gemachtes Feld voller Steine bekomme, da brauche ich gar nicht mehr in die Mine. Dann muss ich nur so bequem dahin, habe keine Monster und kann mich richtig schön reich klöppeln. Ist gut. Das gefällt mir. So, was haben wir denn hier? So, jetzt kommt die große Abrechnung. 120 Steinchen dazu. Yippie. Ein kleines bisschen Gold. Zwei geile Jadesteine. Ein Rubin. 20 Eisen, 45 Kupfer. Noch ein bisschen Kohle dazu. Wunderbar. Diamanten, die verschenke ich sowieso ganz gerne.
Ja, was will man hier, ey? Da kann ich echt nicht meckern. Nee. Ich wollte schon den rostigen Sporn irgendwie weggeben, aber irgendwie, nee. Da kann ich mir doch bessere Dinge vorstellen. Gut, ich habe nochmal zur Sicherheit nachgeguckt, ob ich auch wirklich was ins Marmelade-Einmach-Gedönsbums-Fässchen da gepackt habe. Aber ja, das habe ich. Manchmal bin ich nicht ganz so schlimm, wie ich denke. Manchmal bin ich besser, als wo man denkt. So, warte mal. Nee, du kommst hier wieder ins Stall. Nein, ich will noch den Käse hier. Oh. Wow. Dreimal Qualitätskäse hier. Nom, 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 nom. Das ist ja mal herzallerliebst. Genauso wie mein Kätzchen herzallerliebst ist. Das wäre nochmal geknuddelt. Und dann geht es richtig früh ins Bett. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell meine Energie los bin. Nur weil ich da ein paar Steine klopfe. Aber man sieht, manchmal kommt es anders, als wo man denkt. Level up. Sammeln Stufe 8. Axteffektivität und Wildbeerenernte. Jawohl. Plus 1. Neues Herstellungsrezept. Teleport-Totem zum Hof. Aber was sagt jetzt das Geld? Ich will ja hier Cash auf Kralle. Joa, eingelegte Süßkartoffel bringt, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr als normale Süßkartoffel. Das können wir wohl mal stehen lassen. Dennoch der Käse. Sehr schön. Das gesammelte Krokus bringt, naja, Schneesüßkartoffel bringt schon ein bisschen. Und Stechpalme bringt schon. Wunderbar. Und rostiger Sporn. Gut, was will man daran verdienen, ne? Ist halt ein rostiger Sporn. Aber 2071, das geht in Ordnung. Wir haben ja nicht so viel jetzt bewusst auf Geld gemacht. Von daher geben wir uns mal damit zufrieden. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt. Dattelzeit mit Stardew Valley. Bis dahin. Tschüssikowski.